Oh. Weiter geht's. Einmal schlafen vor dem letzten Kampf von Meridian. Munition und Verbandszeug. Alles, was zu finden ist. Das muss alles zu den Toren. Oh. Meridian wird nicht ver... Olins Wohnung. Irgendwie... leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Ich habe nichts mehr vorzubereiten. Wie konntest du schlafen, Elisabeth, mit so einer Last auf den Schultern? Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Oh. Und der Kampf hat begonnen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Ich glaube, die hat leichte Kopfschmerzen. Es brennt. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Die Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Helis. Helis. Nein! Versammel die Garde und schick Verstärkung. Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Wie mach ich das denn jetzt? Warum kämpfst du? Das Ende ist unausweichlich. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Auf dich wartet nur ewige Nacht. Ach so? Siege sind
sich rot färben, um geläutert zu werden. Wenn die Todbringer weiterfeuern, stürzt die Brücke ein. Die Brücke hält das nicht mehr lange aus. Im Nahkampf ist er zu gefährlich. Der brennt auch nicht. Schnell. Sie gibt nach. Wer bist du vor dem Schrecken der Sonne? Die, die dich vernichten wird. Mercedes. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Moment. Nichts hiervon sollte so sein. Du bist schuld daran. Dein blinder Gehorsam, deine vielen Morde. Und wofür? Um auf Knien zu sterben? Als Spielzeug benutzt von einer Macht, die du nicht begreifen kannst? Du hast Mitleid mit mir? Kehr dein Gesicht zur Sonne. Kein Platz. So, da haben wir schon mal den ersten umgebracht. Für Meridian, halte die Stellung! Wo werde ich gebraucht? Geh an eine Kanone, auf den Plattformen! Oh, wow. Wir lassen dich. Egal. Okay, Aloy. Und jetzt? Maschinen vom Westen! Immer noch. Ja. Süden, sie kommen von Süden. Westen, Süden. Ich will nicht hier sein, wenn er trifft.
muss jetzt einfach sein. In Deckung vor dem Todbringer! Seid wachsam! Einmal kurz Luft holen und sich wappnen. Darf ich jetzt weiter? Oder muss ich hier bleiben? Anscheinend muss ich hier bleiben. Das hier wird anscheinend doch nicht die letzte Folge, was? Wieder an die Waffen! Westen! Mal bitte näher, du Arsch. Von oben. Ach, grau habe ich da jetzt auch noch. Tot. Bei der Sonne, alle Schatten senken sich auf uns hinab. Ich muss auf eine andere Plattform. Ja. Vorsicht! Und noch einer. Meine Güte. Oh, wieder daneben. Tot, tot. Er greift an. Nichts wie weg hier. Thank you.
Habe ich das jetzt alles? Endlich, meine Güte. Und noch einer. Aufpassen! Da ist Hades. Der Todbringer hat Hades gezogen. Aloy! 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 Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tab. Ich muss gehen. Okay, Leben regeneriert gerade. Und ich war wirklich... Die schießen ja immer noch. Jetzt zieht ihr die wahre Sonne, Schattendämon! Das nehme ich für unterwegs mit. Bisschen Heilung. Das mit dem Sound ist ein bisschen doof, wenn man Kampf ist. Es hat begonnen. Hades sendet jetzt. Das ist nicht nichts gut. Ich dachte, der sendet hier, holt jetzt hier richtig diese ganz riesen Dinger. Weil er holt nur die Todbringer. Ich dachte, wie gesagt, ich dachte, diese Spinnendinger wie beim Grabhort. Ja, sowas. Zum Turm und stoppe Hades. Abgesetzt hat, muss er durch die Verteidigung gekommen sein. Enora. Erensgarde. Ich musste hoch. Ich laufe ja schon oder ich springe ja schon so schnell ich kann. Ich muss weitergehen. Los, weiter. Ich wusste, es wird nicht leicht. Also, weiter jetzt.
Aloy! Sie sind es im Leben. Es ist Aloy! Na, das seht ihr. Wir dachten, du wärst am Berg gefallen. Nein, der Berg fiel auf mich. Hör zu, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Es ist mein Kampf. Ihr solltet besser hierbleiben. Wir wollten ihm eh gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Habicht und Drossel, also los. Ist ja gut. Ich werde meine Vorräte auffüllen. Letzte Chance. Oh, machen wir das mal fix. So. Was Hades. Eine Verteidigung. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Er ist flott diesmal. Ist das ein Todbringer? Schnell runter! Erstmal überhitzen lassen. Kommen noch mehr! Erledigt sie zuerst! Systembedrohung bevorstehend. Ich bin mehr als eine Bedrohung.
Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Okay, Gaia. Tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage. Wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage, was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage. Was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elisabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elisabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett.
Einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit Horizon Zero Dawn. Anfang 2021 oder irgendwann 2021 soll ja jetzt Horizon Forbidden West kommen. Ich will es gerne aufnehmen, aber ich habe keine PlayStation und ich werde mir auch keine kaufen. Deswegen wird das dann auf diesen Kanal erst kommen, falls es dann irgendwann auch für den PC erscheint. Oder ihr guckt es dann bei jemandem, der das natürlich dann aufnimmt. Wahrscheinlich Gronkh oder so. Jetzt am Montag startet auch, wenn ich mich recht entsinne, das SO Alicization Like the Chorus mit Nana. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt mit Quator. Ciao. Hallo, alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, meinst du nicht? Tja, fangen wir an.